Ja, Sound bei Auswahl immer. Antwort auf Befehle selten ist okay. Können wir also nicht besser einstellen. Oh, Heiltränke. Du hast nur einen. So, dann machen wir das so. Den Zauber habe ich bereits gelernt. Das ist okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Die Höhle war zum Glück leer. Ja, Kumpel? Seid mal ganz ruhig, könnt ihr es nicht riechen? Ogre direkt im Wind, zwei vielleicht auch mehr. Ihr scheint euch in diesem Gebiet recht gut auszukennen. Wisst ihr etwas über die Eisenkrise? Ihr könntet noch einen talentierten Jäger gebrauchen. Was sagt ihr dazu? Mir scheint, ihr macht eure Sache sehr gut. Kennst du dich aus? Die Politik und der ganze andere Scheiß sind mir völlig egal. Den ganzen Mist soll man doch den Schwein zum Fraß vorwerfen. Das ganze Metall am besten auch noch, wenn es nach mir ginge. Das brauche ich für die Jagd nicht und zum Töten erst recht nicht. Brauche ich auch nicht, um die Ogre zu riechen. Wenn ihr meinen Rat hören wollt, haltet eure Waffen bereit. Wo sollen hier Ogre sein? Keine Ogre. Nur komplett aufgedecktes Gebiet, bis auf den Rand hier, den wir jetzt dann aufdecken werden. Dumm die Dumm. Was liegt denn in dieser Richtung? Ah, Ulcaster Schule. Aber da Ihr halten braucht wir uns nur zu auch von fragen. noch fern. Sachen mit Namen sind am bösesten, weil das besondere Gebiete sind, die besonders sind und so weiter. So, aber damit haben wir das hier aufgedeckt. So, jetzt sind wir wieder hier. Oh, hier unten brennt das Feuerchen noch. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, Kreischlinge. Wie wär's damit, Dreckskerl? Schnelles Einsammeln. Das hat mir einer in den. Oh, das ist praktisch. Hat mir einer in den Kommentaren empfohlen. Ich dachte eigentlich immer, das ist zum Ausblenden von der Umgebungskarte. Wie wär es damit, Dreckskerl? Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. So, der kommt wieder zurück. Der wollte uns eigentlich umgehen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Männer sind so armselig. Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft.
Okay, das wird bei dem eingesammelt, der gerade ausgewählt ist. Gut. So, okay, Gang kann noch ein bisschen was tragen. Ich trage ja auch ein Kurzschwert. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Aber ja, das ist praktisch, das muss ich zugeben. Hat zwar ein bisschen gedauert, weil ich ja voraus aufnehme. Und ja, Emo in Blöck rum. Vor allem würde mich der Ork Antipaladin wirklich sehr interessieren. Ja, wie gesagt, erst wenn wir unsere Reputation etwas verbessert haben, so auf 10. Ich weiß auch schon, gegen wen ich Imoen Wie ihr eintauschen wünscht. werde. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So. Worum geht es diesmal? Mich kümmert's nicht. Ja? Olosza? Aha. Bögen sind halt noch viel wert. Wie kann ich helfen? So, ist irgendwer überladen? Sie ist fast überladen. Sie ist nicht wirklich überladen und sie ist auch recht gut dabei. Worum, wie ihr wünscht. Gut. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Hier ist nur nichts. Ja, immer in der Gegend schön umsehen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ich könnte Tensas fliegende Verbasse. Jetzt rette ich die Lage. Boah, das sind viele Kobolde. Dieser Zwerg sah ja auch schon mal. Ich hab keinen Bock zu erheben. Wie kann ich helfen? Brennen den! Oder. Dieser Zwerg. Komm, auf den. Und ouch. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Zum Glück habe ich einen Quicksave gemacht. Ja, da war meine Gruppe viel zu sehr verteilt, um dagegen was machen zu können. Das war scheiße. Kann man nicht anders ausdrücken. Und K-Game braucht dringend sein Level up. Bevor nicht alle mindestens Level 2 sind, gehe ich nicht in die Naschkelmin. Kann ich jetzt schon sagen. Weil, ganz ehrlich, das Koboldgewürm. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Ja? Du bist ja ein komischer Chaos. So. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen.
Das Koboldgewürm kann schon ordentlich wehtun, wenn es viele sind. Und vor allem, wenn sie alle mit Pfeil und Bogen bewaffnet sind. Ja gut, Kegain hat die beste Rüstung, aber wir geben Kegain dann auch bald die beste Rüstung, die wir für den Anfang kriegen können. Weil ich weiß zum Glück, wo ein Ankeckpanzer rumliegt. Oh, Level Up für mich wieder. Oh, Freundschaft. Yay, Freundschaft habe ich gelernt. So, Stufenerhöhung. ETW reduziert, Trefferpunkte Sagenkunde und ein zusätzlicher Magierzauber des ersten Grades. Ja, Freundschaft ist nett, aber... ein magischer Panzer wäre nicht schlecht. So, kann ich jetzt irgendwas von dem Zeug identifizieren? Ja, der Gürtel der Gegensätze. In robusten mit Eisbärfell verzierten Gürtel sind blaue Monde und weißer... sind Bilder blauer Monde und weißer Eisschollen eingestanzt. Der Trigger ist mit Munkin Kältewirkung, aber leidet doppelt oder jeglichen Feuerschaden. Das Ding ist sowas von... Naja. Wo, wie ihr wünscht. Ganz ehrlich, das würde uns hier in Baldur's Gate 1 nur was bringen, wenn wir gegen Winterwölfe kämpfen würden. Wie sind bei den anderen so mit Level-Ups aus? Kegain ist wirklich noch ein gutes Stück entfernt und sie erst recht. Also näher. Da liegt halt so ein bisschen das Hauptproblem mit den Leuten, die... Hi. Okay, Gain ist übrigens schon wieder voll geheilt. Das ist ja das Praktischste. Okay, identifizieren. Magische Kugeln, hm? Ich hab keinen Bock zu reden. Gepäck ist voll. Da sind Kugeln plus 1. Jetzt Daumen drücken. Okay. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Werde ich mir irgendwo meine Identifizierenrolle kaufen müssen und darüber lernen. Nera kann ja auch keine... Doch, die könnte identifizieren. Dann nimm mal identifizieren rein. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das werden wir das nächste Mal rasten. Du mal die... Was identifizieren könntest? Den anderen Gürtel. Das ist, wird nämlich der Geschlechtsumwandlungsgürtel sein. Wobei wir erst gucken werden, was es wert ist, ihn zu verkaufen, wenn er unidentifiziert ist. Weil wenn wir ihn identifiziert verkaufen, ist er ein Goldstück wert.